Bierchen und ping erstmal. Da war wieder schönes Bier aus Österreich hier, ne? Das Freistädter Ratsherrn Premium. So. Ich habe ja gesagt, dass ich die Sachen, die ich aus Österreich geschickt kriege, verzehren werde, wenn ich Reviews mache. Und gesagt, tu nicht dann, tue ich das heute mit meiner neuen Los Amigos Kappe. Das war ja auch so ein Event, ne? Das sollte im Mai stattfinden und wegen Corinna ist ja nicht. Jetzt ist das im Oktober irgendwann. Dazu aber dann mal später, weil heute geht es natürlich um Musik. Heute geht es um dieses wunderschöne Stück Final Rivet Machine. So, wer jetzt meinen Kanal ein bisschen aufmerksamer verfolgt, der wird festgestellt haben, dass ich die bei diesem Winter Nights Festival gesehen habe, ne? Im Kultopia in Hagen. Zusammen mit Long Distance Calling und Scorched Oak und hier Galactic Superlords. Super. Der ganze Abend war nur 1A mit Sternchen. Und der Daniel, der Gitarrist, war so nett und hat mir diese Lip zukommen lassen. Gar nicht viel Getöse, schön in Schwatz, ne, wie sich das gehört. Ja, und dann hören wir da jetzt mal rein oder wollen wir mal gucken, ob da der Song drauf ist, den ich damals so geil fand. Ich weiß es aber nicht. Da sind nur 6 Songs drauf, aber wir gehen dann so 6,50, 6,46, 7,15. Also der kürzeste ist 4 Minuten, fast 5. Das ist so schon kurz für die Jungs. Fast schon Doom Metal, was? Ja, ups, jetzt fällt das hier um. Ding lassen wir hier. So, nicht lang schnacken. Wir legen die Lippen mal auf und dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ne? So, jetzt geht's gleich los. 3, 2, 1. Ich vertue mich jedes Mal. Jetzt geht's los. Komm, mal ein bisschen lauter machen. Ne? Lauter machen, lauter machen, lauter machen, lauter machen. So. Erdiger Sound. Also was ist, das klingt erdig. Das meine ich auch wieder nicht böse, ne? Das ist sehr bassig und die Gitarre ist sehr sägend, will ich das mal nennen. Ne, das liegt nicht an meiner Nadel. Das ist richtig schön. Da wird hier Säge rausgeholt. Aber gut, nehmen wir mal gucken, was sich da so tut und entwickelt. Ist halt so Stoner-mäßig. Das ist übrigens der gute Herr. Sind die hinten alle drauf? Hier. Das ist der gute Herr, der mir das geschickt hat. Und haben auch natürlich alle brav unterschrieben. Finde ich sehr schön. Mit Widmung wäre schön gewesen. Aber ne, kann ich die später bei eBay verkaufen? Nein, mache ich natürlich nicht. Die kommt in die Sammlung und dann ist das gut. So. Was haben wir denn hier? Produced by all members of Rivet Machine. Live recorded, mixed and masters by Benny Mokros in February 2020. Also ist auch gar nicht so alt. Gar nicht so lange her, dass sie es aufgenommen haben. At Camarillo Sound Studio. All songs written by Daniel Braun, Lars Mittner, Eringel. Also bei allen, ne? All songs written bei allen. Cover Artwork bei Renate van Zadel Braun. Van Zadel Braun, das hört sich auch so wie so Politikerin an irgendwie, ne? Photography bei Ariane Gelert und Ralf Grote. Cover Design bei Kai-Uwe Deckert und Ralf Grote. Play it loud. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir mal hier noch, rutsche ich mal hier so rüber und dann machen wir mal laut, ne? Boah, ich muss mir echt was anderes einfallen lassen. Oh, unauthorized reproduction, copying, hiring, lending, public performance and broadcast is not allowed. Thanks. Ja, wir machen jetzt Public Broadcast, aber da ihr mir das zur Verfügung gestellt habt, denke ich mal, das ist in Ordnung. Das ist ganz schön krautig irgendwie. Jetzt müssen wir leiser machen, weil sonst übersteuert das hier. Fuck you, Mann. Haben wir denn heute mal, heute haben wir den, das ist ja Wurm mit dem Ton irgendwie. Aber das ist schon sehr, ja, ich komme nicht weg über dieses Sägen. Ist noch ein Beiblatt drin? Nee, ist nicht. Ja, sehr spartanische Info, weil auch keine Lyrics bei.
auch nochmal hier das Cover schön reinhalten. Kann man das sehen hier? Ja. Das ist krautig. Ich finde das sehr krautig. Also, krautig muss ich jetzt vielleicht erklären, für den einen oder anderen, der das nicht weiß. So, ich rede da von diesen 70er Jahre, auch viele deutsche Bands, deswegen ja Krautrock, ne? Amondyl, Cannes und wie sie alle hießen. Oder auch, ich weiß gar nicht, ob es Ungarn waren oder... Ich meine, es waren Ungarn, die Galopping Coronas. Großartige Vocals übrigens. Die kommen richtig gut durch. Yes. Das ist im Februar 2020 aufgenommen, aber das klingt wie aus einer anderen Zeit. Sowas finde ich immer schön. Hm. Ping. Ich finde es immer gut, wenn Bands so ihre Roots verfolgen oder das, was sie als Teens oder wo sie aufgewachsen mit in ihrer Musik verarbeiten. Und dann hört man da halt dann auch massiv raus. Ich habe mich ja mit dem Daniel ein bisschen unterhalten auf dem, wie hieß das mal, Winter Nights Festival, ich habe keine Ahnung mehr. Könnt ihr ja gucken, gibt es eine schöne Durch die Nacht Folge von, da hatte ich ein Interview mit dem Gitarristen. Der hat gesagt, hier ganz viel Flamenco-Gitarre gespielt. Aber, und jetzt sage ich aber, ich höre da diese 70er Jahre Krautmusik raus. So dieses auch eher gleichbleibende Tempo erstmal. Ne? Es kann ja sein, dass die anderen Songs ein bisschen mehr anziehen, aber die gehen dann ja auch Ewigkeiten. Wir skippen einfach mal in den nächsten Song rein. Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt aber 3, 2, 1. Fast auf 1 eingestiegen. Moment mal, warte mal. Das ist so eine... Ach, wie heißen die nochmal? Irgendwas mit Pen. Ach, diese, da haut man so drauf. So eine Klangpfanne. Das sieht aus wie so ein UFO und da haut man dann halt rhythmisch drauf. So klingt das. Das habt ihr doch auch genommen hier. Das steht da nicht drauf, wer was hier spielt? Nee, verdammt. Ist das irgendwas mit Pan? Finde ich ein ganz großartiges Instrument. Das wollte ich mir auch mal zulegen und dann habe ich mich mal erkundigt. Gibt es so eine Schweizer Firma, Schweizer Österreich, ich weiß jetzt nicht, die stellen das her oder die haben es erfunden. Und wenn man sich so eine Pan, davor fehlt mir, tut mir leid, bestellen möchte, bei denen ist man locker 2.500 Euro los. Gibt es natürlich auch ganz viele so China-Nachbauten, aber ich vertraue der ganzen Sache nicht so ganz. Ja, das ist... Das ist gemütlich Kopfnicken. Das ist so... Ja, ey, wisst ihr was? Stell dir mal vor... Oh, großartige Vocals. Wenn das so in dieses leicht Falsettige geht, in dieses Hohe, ist das echt schön. Aber zurück zu meiner Vision, die ich gerade habe. Stellt euch mal vor, Samstag richtig hart gesoffen, ihr steht so auf, sonntags, tapert so zur Kaffeemaschine, macht so euren Kaffee, packt so euer Toast rein und dann läuft das halt so, ne? So Sonntag. Chillmut. Und dann weiß man, es war ein harter Abend, aber er war auch gut. Und jetzt muss ich irgendwie mit dem Kater klarkommen. Und das ist Katermusik. Also Kater-Loswerden-Musik, ne? Da kann man ihn sofort wieder Gekloppe machen, da muss man erstmal schön runterkommen. Und es ist ja auch immer so,
Ich kann mir ja nicht so eine ganze Platte hier durchhören, während ich Reviews mache. Deswegen hören wir jetzt nochmal in die B-Seite rein. Vielleicht wird das Tempo nochmal ein bisschen angezogen. Weiß ich nicht. Fände ich aber auch nicht verkehrt, wenn dem nicht so wäre. Weil ich find das gut. Ah, der Pen regt mich auf, dass ich nicht drauf komme. Vielleicht komme ich noch drauf. Wenn nicht, dann könnt ihr mich ja in den Kommentaren wie immer korrigieren, falls ich mal wieder falsch gelegen habe. Wir legen jetzt mal die B-Seite auf. So, wie heißt der Song hier? Der erste Song auf der B-Seite heißt Lost. Ach, das ist der. Das ist der, den ich in dem Video als Live-Footage reingepackt habe. Ja, das ist der. Den finde ich echt tatsächlich gut. Geht auch nur 6 Minuten 50. Also. Aber es kann ja nicht jeder 1,5 Minuten Songs schreiben. So wie andere Bands. Obwohl, Spoiler, diese andere Band, von der ich rede, hat auf ihrem neuen Album einen Song, der länger ist als, ja, länger als einer von denen. Über 8 Minuten. Aber das nur so am Rande mal. Den fand ich großartig, da fand ich den Refrain ganz großartig, als ich es live gesehen habe. Schön vor der Bühne gestanden. Ja, das ist dies. Da habe ich vor der Bühne gestanden mit meinem Bierchen und habe mir gedacht, so, yes, gut gemacht, Jungs. Doch, der Gesang kann was, ey. Das ist, ja, aber das ist wieder, das ist auch wieder so ein klassisches Beispiel für eine Band, die eigentlich viel größer sein müssten, es aber scheinbar leider nicht sind. Also, versteht mich nicht falsch, es kann auch sein, dass ich euch total Unrecht tue, dass ihr in bestimmten Kreisen auch schon total groß seid, aber ich habe vorher, bevor dieses Winter Nights war, noch nie von euch gehört. Umso dankbarer bin ich, dass ich diese großartige Scheibe habe. Also wieder diese sägende Gitarre. Ja, da überlege ich mir, ob man das vielleicht ein bisschen bassiger hätte machen können oder einfach mal über einen anderen Verstärker einspielen. Aber dann denke ich mir, das ist so ein Trademark. Ne? Also, ja, ist jetzt nicht die erste Band, die mit so einem Gitarrensound arbeitet, ne? Aber für sowas eher ungewöhnlich, finde ich. Da hätte so ein bisschen weicherer, bassiger Sound, hätte sich vielleicht eher angeboten. Aber ich finde es auch gut, wie es ist. Weil das halt so, naja, ging. Hat auch so ein bisschen was von Doors jetzt gerade. Ne? Ist ganz viel 60er, 70er. Ganz viel 60er, 70er drin. Ganz viel 60er, 70er. Habe ich schon erwähnt, dass da ganz viel 60er und 70er drin ist? Ich glaube nicht, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal. Da ist ganz viel 60er und 70er drin. Nichtsdestotrotz, schönes Album. Großartig. Ja, und es ist auch der Song drauf, den ich mir gewünscht hätte, weil ich den halt live auch so toll fand. Der war so schön schunkelig, ne? Kermit der Frosch bin ich jetzt gerade. Egal. Bevor ich jetzt anfange, richtig Scheiße zu labern, sage ich, ihr findet natürlich alles, was ihr wissen müsst, um dieses schöne, edle Teil zu bestellen, in der Beschreibung. Also gönnt euch doch einfach mal Sonntagmorgen Katermusik und bestellt euch Rivet Machine. Ach ja, wie heißt das Album eigentlich? Ha. Das heißt Rivet Machine. Why not? Also bestellt euch die gleichnamige Platte von Rivet Machine bei Rivet Machine. Und erfreut euch eures Lebens. Ich sage, zu viel Internet ist ungesund. Zu viel gute Musik allerdings niemals. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund und nicht vergessen, immer auch mal schön Ping machen. Ne? In diesem Sinne, bis dann, ne? Ping und tschüss. Abschalten. Ne?